Gute und willkommen zu einer weiteren Folge Dishonored Entehrt. Wir sind auf der Suche oder wir haben den Auftrag, den einen Aufseher Campbell um die Ecke zu bringen, haben aber noch ein paar Nebenquests, die wir gerade machen oder wo ich gerade dabei bin. Und jetzt muss ich mal gucken, diese Knochenartefakte würde ich gerne mal finden. Ich würde gerne mal wissen, was das passiert, wenn ich die gefunden habe. Das ist aber hier, also, da ist er ja schon. Da wurschtelt da noch so ein Fuzzi rum. Und den müssen wir mal gucken, dass wir den, dass der nicht gerade. Was macht der denn? Was macht der denn? Wie sieht man, wie will denn der rum? Dass wir den noch um die Ecke bringen. Alter, was hier Leichen rumliegen, das ist ja auch nicht nett. Ja, ja, lacht aber auch jetzt. Kaputt. So, und jetzt gehe ich mal nach den Knochenartefakten gucken. Ich will mal wissen. 14 Meter, wie komme ich da hin? Komme ich denn da hin? Komme ich da hin? Den da drin oder was? Zehn Meter. Sechs Meter. Irgendwo oben. Muss ich mal gucken hier. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Indem du ihren Liedern lauschst? Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tag und normalerweise bis zu drei Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Hä? Knochenartefakte. Was alles gibt hier? Knochenartefakte. Oh Gott, weiß was alles. Das ist ja Wahnsinn hier. Muss ich zur Old-Dunmill-Whiskey-Dillerie, muss ich, oder wie sehe ich das? Schon. So, muss ich erstmal gucken hier. Ich werde mal umstellen, da nicht dahin. Und jetzt muss ich mal J und mal gucken. Knochenartefakte, was kann ich denn machen? Rattenjäger. Wenn du Ratten tötest, steigt dann Adrenalin ein wenig. Das aktivieren wir mal, komm. Was soll's? Kräfte habe ich auch noch. Ich kann nur noch eins benutzen, oder? Ich da Nachtsicht. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbst verursachte Geräusche sichtbar. Das haben wir doch. Drücke rechte Maus, um im Dunkeln Sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du in Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. Was? Oh, was man da alles sieht, das ist ja schön. Das ist ja gut hier. Ist schon praktisch. So, wo muss ich hin? Ich geh mal in die Whisky-Distillerie oder wie die heißt. Da gehen wir jetzt mal rein. Da gehen wir jetzt einmal erneut. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Wir werden geduckt gehen. Du betrittst feindseliges Gebiet. Ist nicht wahr. Wirklich? Das ist die Bottle Street. Da muss ich doch irgendwas in das Elixier reinschmeißen. Oh. Meter bis zur Distillerie, um Gottes Wille. Komm, wir machen mal oben rum, ist vielleicht mal was sicherer. Sagt, er sei wie ein Geist mit einer Armee von Schatten, die ihm vorausgeht. Ist er dort? Ist er nicht so ein Boss? Das ist vielleicht sicherer hier. Projektilwerfer, entschärfen.
explosive Flasche, was es alles gibt hier. Aber das war schon gut, hier hoch zu gehen. Explosive Flasche kann ich schon mal werfen, oder? Den nehme ich mal mit. Und dann werfe ich die immer da runter. Mal gucken, was passiert. Er lebt im überschwemmten Bezirk zwischen Schweinern und wilden Hunden. Soll denn das? Jemand hier? Nee, ich bin nicht da. Ja, vier Leute hier, das gibt's ja gar nicht. Alle verteilt euch! 1, 2, 3, 4, 5! Yeah! Jetzt höre ich nichts mehr! Hör ich auch nicht. Jetzt höre ich nichts mehr, ich höre auch nichts mehr. Zup. Und schon bin ich dort. Yeah. Das ist voll cool! Halt doch am Maul jetzt! Meckern der so rum hier, alle Meckerziege! Da muss ich hin. Ah, ja. Ist schon gut gemacht hier. Sieht er mich, wenn ich da oben drüber bin? Nee, ja? Dürft ihr mich nicht sehen. Ist mir aber vielleicht mal doch zu gefährlich. Da ist keiner, nein! Die komische Mine hinschmeißen. Was ist denn die komische Mine jetzt? Hä? Hatte ich die nicht irgendwo? Ich hatte die komischen Minen doch dabei, oder? Wo sind meine Minen? Da? Nee. Ich hatte meine Minen dabei. Springmine, was mache ich damit? Wie kann ich die benutzen? Wie kann ich die benutzen? Warum kann ich die nicht auswählen? Kann ich nicht auswählen? Kann ich nicht auswählen? Das ist aber ja nicht so schön. Halt die Augen auf! Ich hab keinen Besuch. Das sind 1000 Leute hier, das ist mal richtig scheiße. Kann ich auch einen Faltenkampf machen, oder? Yeah! Keine Zeit für eine Raucherpause. Irgendwer ist hier. Ist keiner da, ihr seht mich gar nicht. Die Augen auf. Wir haben Besuch. Da bin ich mal schon drin. Juhu, juhu, juhu. Hier welche? Hallo, ist da jemand? Nennen die alle. Kann man auch noch was zusammenbrauen hier. Das ist der Lehrbezirk, bla bla bla. Das werde ich mir dann später mal durchlesen. Ihr könnt natürlich Pause machen und euch auch das durchlesen. Aber das werde ich mir alles außerhalb vom Let's Play angucken. Damit das nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Das sind ja noch so zwei Fuzis. Das sind doch welche! Sondern woanders hin, wo die Aufseher so richtig religiös gemacht werden. Wenn wir wissen, wo sein Bruder ist. Er steigt rein. Wenn Steady, brillant, wenn er nüchtern ist. Ich erinnere mich. Bringt sie auftragen. Die ganze Nacht. Oh mein Gott, bin ich doof, ey. Echt so blöd.
Und dann stelle ich mich noch hin. Lass mich umbringen. Also bin ich doof oder bin ich doof? Ich bin doof. Der Felinator hat wieder zugeschlagen, ne? Kennt man ja nicht anders da. So, Dappische. Also kann ich die ganze Scheiße nochmal machen hier. Schon ein bisschen blöd. Da ist doch so ein Schnickschnick-Roller da, oder? So, das nehmen wir so Fläschelein. Ich schmeiße die hin in die Ecke. Und was passiert? Wo die Aufseher so richtig religiös gemacht werden. Verrückt. Nur wissen, wo sein Bruder ist. Er schleicht rein. Kennst Eddie? Brillant, wenn er nüchtern ist. Ich erinnere mich. Bremsley-Auftrag. Ganze Nacht im Speiseaufzug. Ja. Er schleicht durch die Zimmer. Schlafende Kinder. Ein Aufseher hält Kindern einen Vortrag. Ein paar Leute trainieren mit den Hunden. Nichts Außergewöhnliches. Dann wird es seltsam. Eine komische Maschine. Eine Frau, die lacht. Lacht und lacht. Dann Musik. So ein Geklimper. Gude, ich bin's nur, euer Feind. Nicht betrunken? Sagt, er hört's nachts immer. Vier Stück sind's. Seinen Bruder nie gefunden. Echter Schenkelklopfer, Rodney. Jetzt bin ich dran. Na, lass hören. Na gut, pass auf. Der Edelmann. Wo bist du verschwunden? Wohl gestorben ist. Oh. Der Tod jetzt, der arme Kerl. Ich gebe auf. Der Mistkerl ist weg. Nicht schnell genug. Ich finde dich schon noch. Das glaube ich weniger. Nur eine Frage der Zeit, Freundchen. Ja, glaube ich nicht. Wo sind zwei? Miese, los, verteilt euch. Ja, wo bist denn du? Ach, der ist durch die Tür gelatscht. Ich gebe auf, er ist entkommen. Na? Alles gut, hä? Schläft. Da müssen wir nochmal schnell hier entschärfen. Ist da oben ist da noch irgendwo einer? Da muss ich das entschärfen, ich jetzt schnell. Muss ich hin, darüber muss ich. Aber gibt's hier irgendwas, was ich hier absahen kann? Was ist hier? Nix. Stolperdraht. Ja, na dann. No smoking, ja. Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Unten ist noch einer irgendwo. Schleichen noch mal ein bisschen. Das ist mir nämlich alles zu gefährlich hier. Ich glaube, da ist nichts mehr. Komm mal jemand hierher! War doch noch einer. Hat aber gut versteckt, Drecksack. Die haben alle nichts dabei. Was ist los mit denen, Kerle hier? Wo muss ich denn hin? Hoch muss ich. Hoch muss ich da in dieses Dings da wahrscheinlich. Wo ist hier? Ist das Keller oder was ist das hier? Schon, ne? Wo muss ich hin? Da hoch muss ich. Geh ich jetzt mal? Ja, geh ich jetzt mal da hoch. Jetzt mal gucken da, ne? Mir platt gemacht, die ganzen Fuzzis. Was? Wo kommt der her? Steht der da vor der Tür, der Depp? Wo muss ich denn hin? Da steht wieder in der Nix, hä?
mal alles mit, was man so gebrauchen kann. Alles mitnehmen. Ist noch einer? Hier ist überhaupt keiner mehr. Die Seuche lesen haben wir ja schon mal gehabt. Aber wo bitte denn ist denn... Wo muss ich denn hin? Runter muss ich, hä? Runne! Ist hier noch einer irgendwo? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Vielleicht ist da noch einer. Aber ist keiner mehr da. Also, nehmen wir erstmal. Man kann das halt mitnehmen. Kunden. Nächste Lieferung. Was ist jetzt da nochmal? So, ach, war leer. Eine leere Elixierflasche an der Düse. Oh Mann, jetzt habe ich sie kaputt gemacht, oder? Scheiße. Super. Das habe ich ja schon voll verkackt, Herr. Habe ich jetzt das Elixier? Geht ja noch. So, wo ist das hin? Das ist da, 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 da. Wo kommt das jetzt raus? Hä? Wo muss ich denn die Elixierflasche rein elixieren hier? Wo ist sie denn hin? So, ist er wieder raus hier aus dem Puff. Da ist noch was. Mit. Mal nutzen, gucken. Oh, Geld. Alles hier damit. Alles Gebrauch hier. Nimm mal alles mit. Kann man alles gut gebrauchen. Da schläft noch hier der Kollege. Mahlzeit. Gute Nacht. Leck mich mal aus, wo kommen die denn her? Denkst du, was Böses, kommen da die Ratten um die Ecke? Die verringt oder was? Das ist nicht so schön. So. Wieder raus hier. Nix wie weg. Brauchen wir nicht wirklich da, die Fuzzis. So, und jetzt wollen wir hier rausgehen und dann haben wir es doch schon geschafft. Halt die Augen auf. Wir haben Besuch. Ja, leider mal. Ja, wir haben keinen Besuch. Das kann über Besuch geschrieben wird. Und schon bin ich weg. Bis dann, meine Freunde. Tschüss. Zur Bottle Street natürlich. Ins Büro des Oberaufsehers. Das werden wir da als nächstes machen. Jetzt haben wir diese Lumpengräfin da so rein gelumpt. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Darf da keiner mehr herumhüppe. Denke ich mal. Dann haben wir noch so ein Artefakt. Und dann hat sich das auch erledigt. Da liegt ja noch mehr rum hier. Alles mitnehmen, kann man alles gebrauchen. Mana und Krempel da.
Was ist das denn? Ein Glas Wein. Ja, mitnehmen. Essen, machen, tun. Ich sagte ihm, zieh es. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Oh, danke. Ich bin schon da. Meter weg. Und noch einer. Mal weiter gucken hier, wenn da wirklich noch eine ist. Nicht auf die rechte Seite des Talents gewinnen. Da haben wir sie gefunden. Da ist noch eine Rune, die Rune. Ich weiß nicht, was sie mit der Rune sind. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ich spring um. Was denn sonst? Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen, was weiter passiert. Es hat Spaß gemacht. Es war lustig, da bei diesem Street-Gang-Fuzzi-Star das Elixier zu vergiften. Da bin ich mal gespannt, was da noch weiter passiert. In der nächsten Folge werden wir uns dann jetzt nicht mehr um die Nebenquests kümmern. Wir werden uns jetzt um den Aufseher kümmern. Das werden wir als erstes machen. Das stelle ich auch gleich mal ein, damit ich es nicht vergesse. Dann geht es nämlich hier hin. Das werden wir als erstes tun. Und dann werden wir uns auch um die Hauptquest kümmern quasi. Ansonsten, das ist das, was wir als nächstes in den nächsten Folgen werden wir Campbell um die Ecke bringen. Also, ich hoffe, es hat wieder wie immer euch Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und tschüss.